Willkommen zurück, meine Freunde. Heute gibt's mal eine irische Mannschaft, mit der wir in Reed spielen. Weil ich ja noch nicht mal weiß, wo dieses Reed überhaupt liegt. Also ich weiß, es ist Österreich, das ist mir klar. Vielleicht gibt's ja diesmal was Zählbares. Wir spielen auf jeden Fall in Tarnfarben. Wir haben ja zuletzt mit Sparta Prag gegen diese irische Mannschaft gespielt. Und da hat es für Sparta Prag gereicht, einen Dreier mitzunehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht eine der schlechtesten Mannschaften überhaupt, die wir hier reingenommen haben. Die Finn Harps. Wie gesagt, die irische Liga, die ist jetzt nicht so unfassbar stark. Ich glaube, die meisten irischen Spieler, wenn sie was hinkriegen, spielen sie eher in der zweiten englischen Liga, wenn nicht sogar in der dritten englischen Liga. Selbst die ist besser. Und ich meine, dass die League of Ireland, wenn mich nicht alles täuscht, heißt die so, eine Kalenderjahrliga ist. Aber ich kann mich auch irren. Auch ich bin fehlbar. Und was möchte ich euch damit sagen? Ich finde es relativ interessant, aber das kann auch vielleicht was damit zu tun haben, mit dem Golfstrom, der dafür sorgt, dass Irland eigentlich immer recht gutes Wetter hat und der Winter nie zu kalt ist. Aber ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, ich war noch nie in Irland. Ich wäre ja fast mal in Irland gewesen, vor knapp 2 Jahren. Aber das hat wegen der Seuche nicht funktioniert. Ich habe nicht vor, es momentan noch nachzuholen. Zumal sich mein Kontostand in den letzten 2 Jahren halbiert hat. So, was machen wir? Machen nichts. Ich glaube aber auch, dass der SV Ried jetzt nicht allzu stark ist. Also ich finde, auch hier kann man wieder einen Punkt holen. Auswärts, wenn nicht sogar mehr. Und ich habe schon gedacht, es gibt jetzt hier ein Eigentor, aber nee. Nur eine Ecke. Was heißt denn nur eine Ecke? Eine Ecke kann auch gefährlich sein. Aber nicht, wenn sie so reinkommt. Der Shahin Radlinger. Heißt der wirklich so? Sehr gut. Wow, das war kein Foul. So kühlt. Das war aber jetzt gerade nicht so dolle.
Alter, was geht ab hier? Ah ne, es gibt Fußball. Ich warte, bis vielleicht mal wieder ein Stream gestartet wird. I love streams. Especially on Instagram. Ja, vielleicht überlege ich mir das nochmal und werde wirklich zu einem englischen Gameplay Content Producer. Aber ich glaube, dass ich nicht das Zeug dazu habe, dass mein Englisch letztlich zu schlecht ist. Wobei, so schlecht kann es gar nicht sein. Jetzt würde ich mich mal hier über ein Tor von uns freuen, Mensch. Come on. Wow, aber unser Torwart zeigt gute Leistungen. Oh nein, 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 wow. Aber es gibt nochmal eine Ecke. Nochmal eine Ecke zum Wegverteidigen. Und jetzt war's das. Eine weitere Szene, die wir hier entschärft haben. Nein! Wow. Aber es gibt schon wieder eine Ecke, das war mal wieder abgefälscht. Meine Güte, wir müssen es besser in den Griff kriegen. So, und jetzt kontern. Kontern, kontern, kontern. Hey, aber seid nicht schnell genug. Seid einfach nicht schnell genug, aber die anderen sind eigentlich auch nicht schnell genug. Gut gemacht. Ach Mist. Ja gut, ich glaube, wir haben mal den Punkt. Würde mich super freuen. Aber vielleicht geht ja noch mehr. Komm, komm. Ach, wäre zu schön gewesen. Aber so, es ist ein 0-0. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, das hatten wir noch nicht. Es werden hier die Punkte geteilt in einem torlosen Spiel. Ist es nicht schön? So hat jeder was davon am Ende des Tages. Man muss es immer positiv sehen. So, dann geht es als nächstes weiter mit Sparta Prag. Und ich spiele gegen Santa Clara. Gut, das überspringen wir. Weil wir schon mit Prag unterwegs waren am ersten Spieltag. Und dann kommt als nächstes, ist es die Gruppe, wo wir nur HJK spielen? Jawohl. Da geht es dementsprechend gegen
Mioveni aus Rumänien. Bis zum nächsten Mal und ciao. Halte die Unstaff und denk daran, Freundschaft ist Magie.